Zur heutigen Pressekonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel. Herr Vizekanzler, bitte. Dankeschön. Danke für Ihr Interesse. Es geht heute um zwei Themen. Der Finanzminister wird ausführlich beschreiben, wie die neue Richtlinie zu den Zuschüssen aussieht aus dem großen Corona-Hilfsfonds und parallel damit zu tun hat die Unterstützung für die Non-Profit-Organisationen und für die Gemeinnützigen. Und dafür wollte ich jetzt einmal mir kurz die Einleitung nehmen. Die Nichtregierungsorganisationen, die nicht profitorientierten Organisationen bzw. die Gemeinnützigen, das ist ja ein breites Feld in Österreich und gerade in Österreich, haben in dem Land einen hohen Stellenwert. Das beginnt draußen in den kleinen Gemeinden bis herein in die Städte, von den Kunstvereinen, Kulturvereinen bis über die Sportvereine, bis zu den Vereinen, die sich sozial engagieren und anderen helfen, ja, auch im Ausland, wenn Sie so wollen, Entwicklungszusammenarbeitsvereine etc. etc. Also alle, die nicht auf Gewinn gerichtet sind, sondern gemeinnütziges Engagement in unserer Gesellschaft leisten. Dafür gibt es einen eigenen Fonds. Und der wird, und das ist die sehr, sehr erfreuliche Nachricht, der wird jetzt einmal mit einem Gesetzesantrag heute mit 700 Millionen Euro dotiert werden. 700 Millionen Euro, das ist im Vergleich einmalig in Europa. Warum diese beachtliche Summe? Ja, weil wir schon einkalkulieren, dass gerade viele Vereine in diesem Bereich, etwa im Sport, Kunst und Kultur, Beeinträchtigungen haben, die über 2-3 Monate hinausgehen. Teilweise wissen wir das ja schon und deshalb ist das einmal auf 2 Quartale angelegt, sodass wir 2 Quartalsförderungen darunter uns vorstellen können und ich denke, es wird auch noch dazu reichen, um in der Folge eine Starthilfe zu geben für die neuen Anliegen bei diesen gemeinnützigen Institutionen. Jetzt ist es ähnlich, nicht ganz gleich, sonst hätten wir den gleichen Fonds, ähnlich wie im Modell für Betriebe, die Fixkostenzuschüsse bekommen werden, geht es hier auch einmal um Kostenabdeckungen für die gemeinnützigen Vereine und in der Folge eben um, wenn Sie so wollen, eine Starthilfe für die Zukunft in den Herbst und ins neue Jahr hinein. Also 700 Millionen in allen Bereichen, wo Gemeinnützige tätig sind in Österreich. Ich halte es auch nicht nur für unsere Kultur wichtig, weil ja die zur Lebenskultur in Österreich so viel beitragen, ob es jetzt die ganz kleinen Feuerwehren sind in den Dörfern oder die Fußballvereine oder eben die Kunst- und Kulturvereine öfter in den Bezirksstädten, in den größeren Städten, die hier auf entsprechende gemeinnützige Basis arbeiten. Also alle die sind damit erfasst. Der Beschäftigungseffekt sollte nicht ganz unterschätzt werden. Die mittleren und größeren Vereine, auch wenn sie gemeinnützig sind, haben durchaus selber Angestellte, beziehungsweise mit den Geldern, die sie ja auch wieder umsetzen, erschaffen sie auch Arbeitsplätze, nämlich auch in den Regionen draußen, nicht nur in den Städten. So gesehen geht es also auch um Hilfe vor Ort für einen längeren Zeitraum. Wir werden das in Abstimmung machen und teilen mit den Referenten der Landesregierungen, dass klar ist, wer kann in welcher Geschwindigkeit wo auszahlen. Wir wollen ja die Fördersystematiken abstimmen. Wir wollen sie auch im Übrigen ganz transparent machen. Es wird genau nachverfolgbar sein, wer aus diesem Fonds von Bundesgeldern was bekommt. Das muss sein, dazu hat sich diese Regierung bekannt, das freut mich natürlich und in weiterer Folge ist es dann umso leichter möglich, die Fördermaßnahmen mit anderen Gebietskörperschaften abzustimmen. Wie soll das funktionieren? Wir haben heute das Gesetz, das heißt die Abwicklungsbank, die Förderbank des Bundes, die AWS, Austria Wirtschaftsservice, wird sich der Sache annehmen per gesetzlichen Auftrag. Dort werden jetzt mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Regionen, also mit der Kollegin Köstinger, diese Richtlinien gemeinsam sehr rasch erarbeitet noch.
Warum die Kollegin Köstinger? Ja, weil sie mit ihrem Ressort sich auch zuständig fühlt für die Ehrenamtlichen, für die freiwilligen Leistungen, um die es geht. Und die haben ja genau mit dem von mir angesprochenen Bereich zu tun, sodass wir dort eine gemeinsame Arbeit haben bei dieser Richtlinienerstellung und wir das mit heutigen Nachmittag oder morgen Vormittag angehen werden. Und wir sind zuversichtlich, dass das relativ rasch geht. Also 700 Millionen für alle Bereiche im gemeinnützigen Sektor und angelegt auf zwei Quartale jetzt einmal. Und ich glaube, damit können wir leicht das Auslangen finden. Und insofern bin ich da mal sehr, sehr zufrieden und bin dankbar, dass wir dann diese Einigung noch geschafft haben. Dann kann ich auch überleiten zum Unterstützungsfonds für die Betriebe. Wir haben uns das ja nicht leicht gemacht. Wir haben ja erkannt, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Entweder wir bringen alles in diesen großen Corona-Hilfsfonds. Da ist aber naturgemäß ein gewisser Unterschied zwischen den Vereinen, die gar nicht auf Gewinn gerichtet sind, und eben Firmen und Betriebe. Und deshalb haben wir hier jetzt zwei verschiedene Fonds geschaffen. Als Überleitung noch einmal, ich finde, die Zuschüsse sind jetzt für die Firmen, die auch in Not geraten sind, ein mindestens so wichtiges Produkt wie Garantien für Kredite, weil jetzt geht es ja darum, dass echte Schäden abgedeckt werden, bestimmte Kostenkategorien ersetzt werden, bis zu 75%, je nach Beeinträchtigung bei den Umsatzausfällen. Und an der Stelle darf ich schon an den Finanzminister übergeben, der dieses Modell anschließend noch beschreiben wird. Vielen Dank. Danke, Herr Vizekanzler. Herr Finanzminister. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Vizekanzler. Der Schutzschirm in der Höhe von 38 Milliarden Euro, aus dem sind mittlerweile 20 Milliarden an Liquidität rechtsverbindlich zugesagt. Ein großer Teil davon ist doch schon geflossen und es wird täglich mehr. Trotzdem sehen wir, dass es in manchen Bereichen nicht so schnell geht, wie wir gerne gehabt hätten. Wir sind täglich in Kontakt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, den größeren, den kleineren und versuchen hier auch täglich an Verbesserungsarbeiten zu arbeiten. Es gibt keine Blaupause für die Corona-Krise und deswegen sind wir auch auf die Rückmeldungen angewiesen und ständig auch bereit, hier Verbesserungen zu erreichen, auch was die spezifische Betroffenheit für einzelne Branchen betrifft. Aus diesem Grund haben wir auch am Montag ein Wirtschaftspaket in der Höhe von 500 Millionen Euro vorgestellt. Hier geht es darum, dass die wichtigen Institutionen, die ja Wirtshäuser vor allem in kleinen Gemeinden, aber auch in Städten darstellen, durch diese Krise besser kommen können und auch einen Anreiz haben, wieder aufzusperren, trotz der schwierigen Zeit, indem wir eben massive steuerliche Vergünstigungen definiert haben. Das geht von der Senkung der Steuer auf nicht-alkoholische Getränke im Wirtshaus bis über die Pauschalierung, wo die Grenze auf 400.000 Euro angehoben wird, plus einer Mobilitätspauschale und einigen anderen Vergünstigungen. Wir wollen das möglichst schnell in Umsetzung bringen und deswegen wird der gesetzliche Abänderungsantrag heute im Parlament auf den Weg gebracht. Ebenfalls heute im Parlament wird der Initiativantrag zum Thema Vereinspaket, wie es der Vizekanzler gerade auch ausgeführt hat, eingebracht werden. Dort geht es darum, dass 700 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden sollen für Vereine in ganz Österreich, für größere und kleinere. Sie wissen, Österreich ist das Land des Ehrenamtes und auch die Vereine leiden unter dieser Krise. Und wir wollen mit diesem Fonds sicherstellen, dass auch die wichtigen Tätigkeiten durch diese Krise hindurch weitergehen können. Ich darf zum Fixkostenzuschuss kommen, den wir ja schon letzte Woche detaillierter präsentiert haben. Heute werden die Richtlinien dazu auch öffentlich zugänglich sein mit den FAQs dazu. Wir haben bereits am Wochenende die wesentlichen Eckpunkte dieser Zuschussrichtlinie nach Brüssel geschickt. Wir müssen diese Hilfe an die österreichischen Unternehmen ja auch von Brüssel notifizieren lassen. Wir fragen hier täglich nach, wie der Status ist und ich hoffe, dass wir möglichst bald hier auch die Erlaubnis bekommen, mit österreichischem Steuergeld österreichischen Unternehmen zu helfen. Ich erwarte täglich die Freigabe, damit dieses Geld auch fließen kann, denn beantragt werden kann es ab nächster Woche und innerhalb weniger Werktage nach Beantragung
soll bereits ein Vorschuss bis zu einem Drittel auch fließen können. Die gesamte Summe soll mit der Abrechnung nach Ende des Beantragungszeitraums auch möglich sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf um Ihre Fragen bitten. Wir fangen mit Herrn Haslacher an. Sie haben gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie nicht zufrieden sind mit der Geschwindigkeit, mit der die Hilfen abgewickelt wurden. Jetzt sind das ja Ihre Vorgaben, an denen das allenfalls scheitert. Können Sie sagen, woran Sie da scheitern, also bei der Geschwindigkeit der Abwicklung der Krisenhilfen? Und eine zweite Frage. Vorige Woche im Budgetausschuss haben Sie gesagt, Sie können dem Parlament keine aktuellen Zahlen zum Defizit zum Beispiel nennen, weil alle Zahlen falsch sein werden. Eine Woche vorher haben Sie aber der EU-Kommission, die ja auch wissen wollte, wie es konkret aussieht aktuell, sehr wohl aktuelle Zahlen geschickt. Wieso kriegt denn die EU-Kommission da bessere und aktuellere Zahlen als das Parlament, das das Budget ja freigeben muss? Danke. Zur ersten Frage. Nun, wie gesagt, es gibt keine Blaupause für, wie man solche Hilfen schnell abwickelt. Wir haben hier neue Systeme gebaut und das ist, glaube ich, in der Natur der Sache, dass wenn man ein neues System baut, dass es hier auch zu Kinderkrankheiten kommt, die man laufend behebt. Wir haben beim Härtefallfonds in der zweiten Phase massiv nachgebessert, den Bezugszeitraum und die Bezugsgruppen erweitert. Und das muss natürlich auch dann wieder im System geändert werden. Das führt zu einigen Tagen Verzögerung. Aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem auf die Rückmeldungen von den Betroffenen eingehen und hier flexibler handhaben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass bei den Krediten beispielsweise wir ja nicht alleine die Abwickler sind, sondern wir übernehmen die Garantien als Staat, abgewickelt wird es über die Banken. Da sind wir auch an die Vorgaben der Europäischen Union gebunden, was das Beihilfenrecht betrifft, was die Garantiebedingungen betrifft, was die Definition betrifft, was gesunde Unternehmen sind und auch was die Auflagen für die Banken seitens der europäischen Behörden und auch der nationalen Behörden ist. Also es liegt nicht nur in unserem Bereich, dort wo wir unmittelbar ändern können, tun wir das, denn nur wenn die Hilfe auch wirklich ankommt, dann ist sie auch sinnvoll. Zur zweiten Frage. Wir haben nach Brüssel, nach Aufforderung der Kommission, die WIFO-Daten geschickt und die WIFO-Daten mit weiteren Zahlen unterlegt, aber auf Basis der WIFO-Studie. Diese Daten sind auch ans Parlament gegangen. Das sind nicht Budgetschätzungen des Finanzministeriums, sondern die WIFO-Studie, die wir auf Aufforderung der Kommission hin nach Brüssel gemeldet haben, um eben unterlegen zu können, wie der aktuelle Stand aus Sicht der Wirtschaftsforschungsinstitute sei. Denn, das muss ich Ihnen offen sagen, wir können derzeit noch nicht vorhersehen, wie genau das Defizit sein wird, wie genau sich die Einnahmensituation entwickelt. Sie haben in den letzten Wochen sicherlich auch die Daten von verschiedensten Wirtschaftsforschern gehört. Da gehen die Prognosen, was die Einnahmenreduktion oder das Minus im Wachstum betrifft, von 3,5% bis zu 9%. Die aktuelle WIFO-Studie sagt, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr nur um ca. 1% höher sein wird als im Jahr 2019. Also solche Zahlen jetzt auch ins Budget hineinzuschreiben, wäre aus meiner Sicht sinnlos, denn wir wissen heute schon, dass sie nicht stimmen werden. Deswegen ändern wir das Budget ab, und zwar insofern, als wir sagen, alles, was wir über die Corona-Hilfsmaßnahmen auszahlen, das schreiben wir auch ins Budget hinein. Mit dieser Ausgabenermächtigung von bis zu 28 Milliarden Euro. Das wird auch monatlich ans Parlament übermittelt, wie dieser Auszahlungsstand ist in allen Bereichen. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Veränderungsdynamik in den Prognosen so groß ist, gibt es keine andere Möglichkeit, als eben diese Vorgangsweise zu wählen. Wir hätten auch das Budgetprovisorium verlängern können. Das hätte aber geheißen, und da haben wir uns auch unterhalten in der Koalition, ob das sinnvoller wäre, hätte aber geheißen, dass all die Maßnahmen, die wir in den Budgetverhandlungen im Jänner, Februar und noch Anfang März beschlossen haben, also mehr Geld für Richter, mehr Geld für die Polizei, fürs Bundesheer, für Forschung, für den Sozialbereich, dass das auch nicht im Budget abgebildet worden wäre. Und deswegen haben wir eben die Vorgangsweise gewählt, diese Maßnahmen weiterhin im Budget abzubilden, hineinzuschreiben, was die Corona-Hilfsmaßnahmen kosten könnten, und das Budget so dem Parlament vorgelegt. Vielen Dank. Frau Siebenhofer. Wenn man mit Gastwirten spricht über dieses 500-Millionen-Euro-Paket, dann kommt sehr oft die Rückmeldung, dass diese Steuererleichterung für nicht-alkoholische Getränke vor allem den Großen hilft, dass die Abschaffung der Sektsteuer vor allem den Sektkellereien hilft und dass eigentlich da diese Maßnahmen jetzt auch nicht dort ankommen, wo sie sollen, bei den Gastronomen, bei den Wirten. Wird es da Nachbesserungen geben? Was sagen Sie dazu?
die sind noch gar nicht in Kraft getreten. Insofern sollten wir mal sehen, wie sie wirken. Denn ein Großteil des Paketes ist ja gerade für kleinere Wirtshäuser und Gasthäuser gedacht. Wenn ich mir die Pauschalierungsgrenze hernehme, die ist von 255.000 Euro auf 400.000 Euro erhöht worden. Das betrifft vor allem die mittleren und kleinen Gasthäuser. Das heißt, dass die Absetzpauschale von 10% auf 15% erhöht worden ist, dass die Möglichkeit, die Mobilitätspauschale abzusetzen, von 2% auf 6% erhöht worden ist. Das insgesamt kann dazu führen, dass Gasthäuser in der Größe bis zu 2/3 weniger Steuern zahlen. Das ist gerade für die kleineren, denn die waren schon vor der Krise oft massiv betroffen. Durch die schwierige Situation und durch die Krise ist das nicht besser geworden. Herr Schmidt. Eine Frage an den Vizekanzler und eine an den Finanzminister. Zuerst zu dem NGO- und Vereinshilfspaket. Sie haben jetzt gesagt, das sind 700 Millionen Euro. Wird es da auch Obergrenzen pro Antragsteller geben? Beim Hilfsfonds für die Unternehmen gibt es das ja, also der erste Härtefonds, dann, also Phase 1, Phase 2. Also wird es da Obergrenzen geben? Und wann glauben Sie, wird man die ersten Anträge stellen können dazu? Und eine Frage an den Finanzminister, es ist auch schon angeklungen, es gibt doch große Unzufriedenheit mit den Hilfen. Da gibt es auch eine Umfrage der Uni Wien, dass da die Hälfte der Unternehmen unzufrieden ist. Können Sie sagen, wie viel Geld schon ausbezahlt worden ist bisher? Also wenn viele sagen, das Geld ist noch nicht angekommen, wie weit ist man da im Rückstand? Vielen Dank. Wenn ich vielleicht die Frage vorwegnehmen darf. Zugesagt, rechtsverbindlich sind 20 Milliarden Euro. Da geht es um die beantragten Gelder für Kurzarbeit, da geht es um die bereits gewährten Garantien im Volumen von über 3 Milliarden Euro. Da geht es auch um die direkten Anschaffungen, die getätigt worden sind aus dem Corona-Hilfsfonds für medizinische Produkte etc. Geld geflossen ist auch im Bereich von einigen Milliarden Euro, wenn man die Kreditsummen hernimmt, die über die Garantien auch möglich geworden sind. Die über den Hilfsfonds, über den Härtefallfonds Phase 1 und 2 ausbezahlt worden sind, über die Kurzarbeit, wo ja seit Anfang Mai auch die Abrechnung abgewickelt werden kann. Das ist halt bei der Kurzarbeit so, dass man erst das Monat nach der Beantragung und nach der Gewährung die Abrechnung machen kann. Und genauso wie die Beantragung der Kurzarbeit eine Herausforderung war aufgrund der Fülle der Anträge. Wir haben in normalen Jahren vielleicht 100 Anträge, jetzt waren es 100.000 Anträge, sind aber mittlerweile, ich glaube, 98% genehmigt. Und währenddessen haben wir schon sichergestellt, dass die Abrechnung wesentlich schneller als sonst erfolgen kann. Wir haben insgesamt 150 Personen über das Finanzministerium seitens der Bundesbuchhaltungsagentur, dem AMS, zur Verfügung gestellt, um bei der Abrechnung zu helfen. Wir haben eine eigene Hotline aufgebaut, damit auch Fragen gestellt werden können, was die Abrechnung betrifft. Also da haben wir schon vorgebaut und deswegen gehe ich davon aus, dass das jetzt immer schneller ins Tun kommt. Aber wie gesagt, es war erst seit Anfang Mai möglich, dass die Abrechnung passiert und deswegen wird sich diese Summe auch täglich ändern und vergrößern. Ja, mehrere Punkte. Obergrenzen sind denkbar, aber noch nicht endgültig festgelegt. Das hängt ja von den Gesprächen mit, dem Regierungspartner ab. Man überblickt ja vielleicht am Anfang nicht alles, wer hier alle reinfällt, aber dass sozusagen ein, zwei ganz große hier mit vielen Millionen bedacht werden, das wäre jetzt nicht im Sinn der Erfindung. Also das ist vorstellbar, aber nicht auf meine alleinige Weisheit reduziert. Das Zweite ist die Phasenbeschreibung noch einmal. Ja, wir sind der Spur später dran, als wir uns das vielleicht alle gewünscht hätten. Das hat aber jetzt den Vorteil, dass man genau einmal schon feststellen kann, was ist denn ein Schaden für das erste Quartal. Und das zweite Quartal kann man in der Regel dann kostenmäßig jetzt noch nicht immer abschätzen, aber es wird also dann mindestens diese zwei Auszahlungen geben und es hängt jetzt drittens von der Geschwindigkeit ab, wie schnell jetzt mit der Förderbank des Bundes mehreres gleichzeitig geschieht und eben mit dem Regierungspartner Richtlinien konkretisieren, die speziell angepasst werden an die Bedürfnisse der gemeinnützigen und der freiwilligen Arbeit. Zweitens die dahinterliegende IT, das soll ja auch möglichst automatisiert sein, damit es dann eben rasch geht. Da gibt es ein Vorwissen, da können wir auch aufbauen auf andere Erfahrungen.
Und das wollen wir alles gleichzeitig starten und dann werden wir sehen, wie schnell wir sind. Wir wollen jedenfalls heute Nachmittag schon damit beginnen und alle relevanten Beteiligten hier an den Tisch holen. Das Ministerium bei mir ist diesbezüglich schon angewiesen. Aber noch einmal die Philosophie, es geht jetzt auf ein halbes Jahr, das heißt, da kommen schon Beträge zustande, die sich eben sehen lassen können, zwei Quartale und die wirklich wichtige Frage wird sein, auch die Abstimmung mit den Kommunen und vor allem mit den Bundesländern, weil Sie wissen ja, dass vieles in Wahrheit von dem, was hier gefördert wird, eigentlich in Länderkompetenz liegt, wenn ich nur eine herausgreife, wie der Sportbereich. Wir sind aber gerne bereit, hier die Fördersystematik erstens mit aufzubauen oder überhaupt aufzubauen und auch die relevanten Mittel zur Verfügung zu stellen. Aber in Abstimmung mit den Ländern kann man auch schauen, wer ist dort noch schneller dran mit der einen oder anderen Soforthilfe, was kann man hinten auch noch machen, weil bei 75.000 aktiven Vereinen, die es gibt, ja, müssen wir uns auch vorstellen, dass da ja auch nicht jeder gleich konfiguriert ist. Also ich rechne ja deutlich mit über 10.000 Anträgen und da bitte ich dann manchmal doch um Verständnis, der Herr Finanzminister kennt das ja auch schon aus eigener Erfahrung, dass der Einzelfall oft dann doch immer wieder nochmal anders zu beurteilen ist und deshalb kommt es mir auf die Zusammenarbeit mit den anderen Gebietskörperschaften an. Es ist immer so, wie im Steuerrecht seit Jahrhunderten, wenn du es ganz einfach machst, damit es schnell geht und völlig überschaubar ist, dann ist es oft sehr ungerecht, weil du hast zwei Kriterien und tschack, ja? Aber die Lebensrealitäten sind immer viel unterschiedlicher. Wenn du es möglichst treffsicher machen willst, dann wird es schnell einmal eine Spur komplizierter, wie eben das Leben auch manchmal ist. Und insofern gilt das auch für Förderungen. Und das ist immer, wenn man ehrlich ist, ist das immer ein Kompromiss zwischen diesen beiden Polen. Und davon hängt natürlich auch die Einfachkeit und Geschwindigkeit ab. Aber Österreich ist diesbezüglich auch ein Rechtsstaat. Wir können nicht ohne weiteres Geld in die Hand nehmen oder zu so viele hunderte Millionen oder dann im Ergebnis Milliarden und die verteilen. Das war immer das Prinzip, das hat ja der Herr Finanzminister für sich immer gesagt und der Herr Bundeskanzler betont, dass wir nicht selber allein dann nach Gutdünken entscheiden und hier mit der Kasse durchs Land fahren und großzügig dann pro Gemeinde einmal die Millionen ablegen. Da sehen wir Gott sei Dank ein moderner, entwickelter Staat. Das wird ja auch alles kontrolliert, wenn ich noch hinzufügen darf, wie bei anderen Instituten hier auch. Da wird es jetzt monatliche Berichte ans Parlament geben, wenn die Dinge arbeiten und fliegen. Monatliche Berichte ans Parlament. Es soll alles transparent gemacht werden und daran erkennt man schon, dass das ja eine Aufgabe ist, die nicht nur jetzt mit Sympathie und auch mit öffentlichem Druck zu tun hat. Es soll also möglichst gerecht verteilt werden und über alle diese, wenn man so will, Branchen drüber, Sport, Kunst und Kultur, Sozialvereine, die ja auch nicht gewinnorientiert sind des Öfteren. Ich habe auch welche erwähnt, die außerhalb unserer Grenzen nützliche Dienste machen. Wenn wir die Entwicklungszusammenarbeitsschwerpunkte von Österreich denken, gibt es ja auch welche, die dort arbeiten, dass wir hier die gleichen Kostenersatzkriterien haben. Das war uns wichtig. Sonst hast du die Debatte ja, warum ist es im Sport genau so, warum ist es in der Kultur genau so und warum ist es bei den Sozialvereinen genau so. Und wenn es aber einen Adaptierungsbedarf gibt, weil es nämlich dann doch so unterschiedliche Lebenswelten sind, dann werden wir da nachjustieren. Aber jetzt ist es einmal möglichst gerecht auf diese Art. Und das wird eine einheitliche Richtlinie werden aus der Basis heraus. Und deshalb kann man im Übrigen auch noch gar nicht genau sagen, welcher Sektor letztendlich, wenn wir von hinten zum heutigen Zeitpunkt schauen, hier mit wie viel bedacht ist, weil ja das von den einzelnen Antragstellerinnen und Antragstellern und Genehmigungen abhängt. Aber ich gehe davon aus, dass die ganz großen Bereiche Sport auf der einen Seite und Kunst und Kultur, dass das natürlich die größten Beträge werden und jeweils weit über 100 Millionen Auszahlungen zustande kommen werden. Frau Siebenhofer nochmal. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Härtefallfonds. Da haben Sie ja auch gesagt, dass der zu 90%, glaube ich, abgewickelt ist bereits. Und da gibt es große Unzufriedenheit bei den EPUs. Eben diese Studie der Uni Wien ist schon angesprochen worden. Wird es da in irgendeiner Form Nachbesserungen geben? Wird man in irgendeiner Form auf diesen Frust eingehen?
Also ich weiß nicht, in welchem Zeitraum diese Studie auch entstanden ist, aber der Härtefallfonds, die Phase 2 ist vor, ich glaube, 14 Tagen gestartet. Wir haben davor ja massive Änderungen für die Phase 2 vorgesehen gehabt und verhandelt, wo wir den Bezugskreis erweitert haben, wo wir die Möglichkeiten erweitert haben, hier auch Anträge zu stellen und zu Geld zu kommen. Und das hat natürlich auch in die Abwicklung eingepflegt werden müssen ins IT-System. Und das ist die letzten Tage passiert und das beginnt jetzt zu laufen. Deswegen hoffe ich, dass über diese Änderungen, die jetzt auch umgesetzt werden, sich das massiv verbessert. Letzte Frage haben wir noch vom Herrn Haslacher, bitte. Ja, ich habe noch eine Frage zu allfälligen weiteren Paketen. Es gibt ja die Forderung von niedergelassenen Ärzten nach Unterstützungszahlungen und auch bei den Gemeinden ist noch offen, ob es da ein Hilfspaket geben wird. Werden diese Bereiche noch abgedeckt und wenn ja, um wie viel Geld wird es da gehen? Wir arbeiten an der Analyse, in welchen Bereichen es aus unserer Sicht schnell notwendig und sinnvoll ist, hier auch noch Geld in die Hand zu nehmen. Wir arbeiten ja am Comeback für Österreich, wo wir mit Sozialpartnern, Ländern, den Wirtschaftsforschern und den Unternehmen verschiedene Gesprächsrunden aufsetzen, Ideen diskutieren. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass es für die Gemeinden sicherlich ein Paket brauchen wird, denn was uns alle Wirtschaftsforscher gesagt haben, ist, dass gerade die Investitionen im regionalen Raum massiv zur Wertschöpfung beitragen und da sind die Gemeinden wesentliche Investoren und wir dürfen nicht zulassen, dass durch die verschlechterte Einnahmensituation für Bund, Länder und Gemeinden hier die Investitionen gerade vor Ort, wo es um die Aufträge für die Handwerker in der Ortschaft geht, dass die zurückgefahren werden oder dass die massiv darunter leiden. Deswegen ja, hier wird es ein Paket brauchen, an dem arbeiten wir zur Stunde. Typischerweise heißt es immer freie Finanzspitze bei den Gemeinden und wenn die Einnahmen zurückgehen, dann haben wir ja dort genau das Thema, dass für die Investitionen dann das Geld fehlt. Es ist gar nicht einmal unvorstellbar, dass ein Kindergarten zu bauen begonnen wurde mit Gemeindefinanzbeteiligung und dann auch in Stocken gerät und zwar jetzt gerade nicht eben wegen Corona und Baueinstellung, sondern weil dann in der weiteren Folge das Geld fällt. Na, das kann man nicht wollen und deshalb gibt es hier genau diese Gespräche und Verhandlungen und man kann sicher auch beim Gemeindepaket dann danach trachten, dass man die Investitionsschwerpunkte so auch mit beeinflusst, wie wir es gemeinsam mit den Partnern in den Ländern und Gemeinden für richtig halten. Aber allein die laufenden Investitionen sind in der Summe die wichtigste, wenn man alles über Österreich rechnet, die wichtigste Tätigkeit und was genau die kleine regionale Wirtschaft betrifft. Und dort ist es immer als erstes aus. Ja, wenn man sieht, wie Gemeinden budgetieren, Klammer auf müssen, fällt es dort als erstes. Das kann nicht der Sinn der Übung sein und deshalb sitzen wir da im gemeinsamen Boot. Und ich glaube, der Herr Finanzminister hat diese Gespräche dorthin auch schon angeboten. Auch Gespräche diesbezüglich? Also Hilfspaket für Ärzte, niedergelassene Ärzte waren ein Thema zuletzt. Also die sind ja alle auch mit umfasst von dem Härtefallfonds, aber auch von dem Zuschussprodukt. Also wenn es hier massive Umsatzeinbrüche gegeben hat, dann ist es hier ja auch möglich, dass bis zu 75% der Fixkosten ersetzt werden von Seiten des Staates. Hier kann ab nächster Woche beantragt werden. Oder wenn es anders mehr Geld gibt, eben bis zu 2.000 Euro Verdienstentgang pro Monat, also da ist die Möglichkeit ja da auch zu beantragen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke sehr für die Aufmerksamkeit.